Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sunkenland. So, wir machen hier weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben mit dem Beete setzen. Wir werden hier das ein oder andere Beet endlich mal weiterbauen und natürlich heute versuchen auch anzupflanzen. Wir das schon mal hinter uns haben, damit unser Gewächshaus auch fertig ist. Bin auch schon am Überlegen, ob wir halt vielleicht noch so kleine Türme an den Seiten bauen bei unserer Festung, damit wir halt da hochgehen können, zum besseren Verteidigen. Bin mir aber noch sehr unschlüssig darüber. Im kleinen Ticken bin ich aktuell immer in den Pflanzenpötten da drin, leider. Ackert das da leicht. Aber man sieht es halt ziemlich schlecht. Also klar, man sieht es halt schon und man hat halt immer so. Also ich habe das Problem beim Setzen davon. Halt ziemlich mühselig setzen. Am liebsten würde ich das halt so setzen. Aber man sieht dann auch, da ist ein schöner Spalt mit drin. Das gefällt mir dann nicht. Den Spalt, den will ich nicht haben. Aber es ist halt so Millimeterarbeit, wenn man halt das echt wunderbar setzen möchte. Aber so geht es auch. Dann kommt hier einmal die Kiste hin. Für die Samen, die was denn hier drinne gelagert, was hier eingesamt wird. Hat man hier so viel Platz immer noch. Also hier kommt dann immer die Fackel so hin, gegenüber von der Kiste. Und hier kommt eine Fackel dann hin. Sodass man halt auf jeden Fall gut beleuchtet ist. Und das gleiche machen wir jetzt hier weiter. Und zwar hatte ich ja beim letzten Mal gesagt, dass wir hier dann ansetzen. Die erste. Und die zweite dann daneben. Mal hier wieder vernünftig nebensetzen. Na, ich will das doch nur. Komm. Wir machen erstmal die Reihe. So schnell konnte ich halt mich überzeugen, dass ich erst die Reihe fertig mache und dann die Breite gehe. Raus. Einmal wieder hier so ein bisschen rumtanzen, damit wir das hinbekommen. Ja. Bitte tanze mit mir. Danke sehr. Was halt cool wäre, so ein schönes, sanftes Drehen. Nicht halt so. Dass man halt Millimeter für Millimeter drehen könnte. Dann könnte man das vielleicht auch besser, also eine bessere Rotation, damit man halt das noch besser setzen könnte. Gut aus. Kiste wollen wir mal von daneben setzen. Auch so leicht halt da rein, damit das halt schön eng aneinander ist, so wie hier.
Damit alles einheitlich aussieht. Nur noch hier gucken, wie am besten platziert zum Setzen. Wo vielleicht. Ja, das sieht schon gar nicht so verkehrt aus. Jetzt mal. Nächsten und den letzten. Oh, fast. So. Sieht gut aus, kann man so lassen. Jetzt zur nächsten Reihe. Da würde ich auch wieder hier ansetzen und dann halt da drüber den nächsten setzen. So dass man immer halt einen schönen Gang hat. Kiste kommt natürlich dann auch noch hier hin. Wir haben dann halt für jede Sache haben wir 8 Pötte. Den können wir dann noch hier setzen, denke ich. Und dann haben wir voll. Also dann müsste das alles hier voll sein. Das aus am Ende. Letztes steht dann hier so. Weil wir können noch einen kleinen Ticken weiter nach rechts. Vielleicht. Damit wir hier auch noch dran vorbeilaufen können. Seitlich. Wobei, haben wir da seitlich auch so viel Platz? Ah, eigentlich auch viel Platz, ne? Eigentlich gefällt mir so die Anordnung gerade leicht nicht. Dadurch. Also von dem Platz her, dass wir weniger Platz hier haben als da drüben. Aber macht nichts, damit können wir leben. Ich kann damit leben. Hier die Reihe durch. Einmal so Schritt für Schritt hier. Eine noch. Wunderbar. Sieht auch gar nicht so verkehrt aus. Unser kleines Gewächshäuschen wächst und gedeiht. Also es wächst noch nichts, aber wir bekommen langsam halt hier ein Aussehen eines Gewächshauses rein. Bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn halt hier die Pflanzen drin wachsen. Ich hoffe natürlich, dass sie halt wachsen können. Eine andere Sache. Und die andere Sache, was ich noch nachgucken muss, ist wegen Bewässern. Wie das so wird. Eventuell müssten wir dann halt hier nochmal eine Wasserpumpe reinbauen. Wir brauchen Stoff. Gut, dass wir noch so viel Stoff haben.
Mal hier, holen wir noch Restholz raus. Sind ja eh bald durch. Können wir weitere Sachen planen? Einmal hier hin. Dann daneben. Noch ein. Dann jetzt hier noch. Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Brauchen wir gleich noch Schrott. Gleich nochmal Schrott holen. Dann bauen wir nämlich hier noch die hin. Und Lampen. Das sieht doch gut aus. So, nehme ich jetzt mal in die Hand. Feuerschalen. Baue ich die jetzt immer so hier hin. Haben wir noch. Beziehungsweise wir müssen Schrott holen, ne? Schrott und Holz brauchen wir dafür. Nichts leichter als das. Holz haben wir nämlich hier noch ein bisschen was drin. Und Schrott haben wir hier auf jeden Fall was drin. Noch ein bisschen mehr raus, da wir ja auch eine Kiste bauen wollen. Dann bauen wir das mal. Nächste Schale hier hin. Und noch eine hier hin. Reicht fast die Helligkeit hier drin. Passt. Aber irgendwie auch noch nicht. Und dann mal hier so gegenüber von den Kisten. Muss ich erstmal die Kisten setzen. Wo haben wir sie da? Etwa so. Hier definitiv auch noch eine Kiste hin. Muss gleich mal gucken, wo wir was denn ansetzen. Also wo was angepflanzt wird. Haben wir nur auf jeden Fall sehen lassen. Aktuell aussieht. Mal in die Hand nehmen. Da so hin. Dann hier so gegenüber. Das wäre dann hier. Hier ein gegenüber. Piste ich. Bisschen in die Hand nehmen. Den nochmal verstellen. Hier so hin. Ist auf jeden Fall ziemlich hell jetzt hier drin. Würde ich behaupten. Also kann man auf jeden Fall mit leben. So, wegen Wasser. Machen wir das mit einem wegen einer Wasserpumpe oder so. Falls wir Wasser benötigen. Hier so hin. Könnte man da so hinsetzen, ne? Hier so. In der Ecke. Naja, hier haben wir schon mal Sachen drin. Ups. Wollte sie nicht essen. Gucken wir mal nach wegen. Da hatten wir noch welche von.
Dann wollten wir mal zur Samenkiste hier. Baumwolle nehmen wir mal raus. Kohl. Kohl ist sehr wichtig. Zitrone auch. So, also. Hier Kartoffel. Und Kartoffel hier alles einpflanzen. Restlichen Kartoffeln packe ich da rein, damit man weiß, was hier gepflanzt ist. Dann machen wir hier einfach Zitrone jetzt. Da ist halt das nächstmögliche wäre, was halt gepflanzt werden oder was halt da angezeigt wurde. Mal hier die Zitronen. Dann würde ich aber erst die Erdbeeren hier machen. Schön Erdbeer hier aufpflanzen. Und hier Kohl. Kohl haben wir aber nicht so viel. Hier kommen wunderschön Baumwollpflanzen hin. Weil ja, das auch. Also da hatten wir ja nichts. Hier Erdbeer. So. Müssen wir nicht bewässern? Also es steht nichts dran wegen Bewässern. Aber dann haben wir unser erstes Gewächshaus ist fertig. Jetzt können endlich hier die Pflanzen wachsen. Ich nehme meinen Hammer in der Hand. Überprüfen alles auf Schäden. Aber das sieht alles sehr gut aus hier. Ah! Da war noch. Alleine ich repariere mit einem Hammerschlag Glas. Sollte einen zu denken geben. Sieht gut aus. Wunderbar. Aber irgendwie hier so in den Ecken will ich halt auch noch mal so eine kleine Plattform hinbauen, sodass wir in die Ecken gehen können. Bedeutet, wir werden hier nochmal einen Pfeiler einbauen. Wenn ich das hier richtig sehe. Können wir auch hier so setzen. Vielleicht einen Pfeiler auch hier gleich hin. Ich komme da nicht hoch. So. Dann bauen wir. Wo haben wir sie? Im Metallboden. So, dann müsste auf der Seite sein. Ja. Diese Ecken halt mit Metallböden. Kommen wir nämlich hier seitlich noch hin. Dann bin ich halt am Überlegen gewesen, halt hier so einen Turm nach oben, damit man halt besser rausgucken kann. Wobei es so auch schon ziemlich gut geht. Das muss ich ehrlich sagen. Könnte man eigentlich auch so lassen. Haben wir hier unseren Zuhause. Gehen wir hier mal runter. Holen wir uns was zu essen und zu trinken. Gummientchen will ich noch nicht essen. Haben wir nichts anderes? Nichts anderes. So, Zitronenkohl müssen wir halt ehrlich gesagt noch ein bisschen was suchen, damit wir
die mehr anpflanzen können. Und ich glaube, damit würden wir uns auch gleich auf die Reise begeben und nach Kohl Ausschau halten. Weil so schlecht sieht das gar nicht aus, was es bringt. Gibt's doch ein bisschen Gummienten. Gebackene Bohnen. Und ein Schokoriegel. Haben wir auf jeden Fall genügend gegessen. So, dann packen wir Holz weg. Metallschrott wird auch gleich weggepackt. Dann brauchen wir hier Stoff. Da rein. Dann. Ja, das hier weg. Bauhammer weg. Das hier dahin. Reparieren wir unsere Sachen. Munitionsmäßig. Mal das hier schön in die Hand. Was brauchten wir noch? Kupferbahn. Kupferbahn haben wir doch sicherlich noch welche fertig. Brauche ich nämlich jetzt eben hier noch Munition. Wunderbar. Das packen wir hier wieder rein und Rest des Stacks kommt auch da rein. Dann haben wir erstmal genügend. Tür schließen. Hier wird die Tür geschlossen. Hier natürlich auch. Und das Flugzeug ist leer. Treibstoff ist drin und wir fliegen los. So, jetzt muss ich überlegen, wo wir hinkommen, wo wir Kohl vielleicht finden könnten. Wir fliegen einfach mal. So, einmal drehen wäre cool. Hier gab es Zitronen drauf, das weiß ich. So. Ah, jetzt bin ich aber ziemlich wackelig hier unterwegs. Hier glaube ich war es auch nicht im Parkhaus. Wollen wir mal gleich drüber fliegen. Rechts neben sind noch Fragezeichen. Lass uns da mal hin. Hier außerhalb. Mal so leicht runterlanden. Waren wir da? Wir waren doch da, oder? Wir nicht mal bei der Tankstelle? Bin mir nicht sicher. Sind auf jeden Fall noch Gegner. Oh. Nicht gut. Muss ich ihn erstmal wieder fangen. Tankstelle waren wir noch nicht. Wir mal, was ist das da drüben? Weil da werden wir auch kein Kohl finden. Ah, es ist der Einzelgänger. Die Insel hier. Da waren wir auch noch nicht. Oder die ist noch nicht mal auf der Karte markiert. Oder? Weil doch, das könnte Lagerhaus sein. Waren wir doch schon mal hier. Gehen wir mal weiter.
Hier ist noch ein Fragezeichen. Man kann erstmal so rüberfliegen, mal gucken, was wir so finden. Auch so ein Boot. Hallo? Ich will mal wieder das Radelager haben. Fragezeichen, das hier unter Wasser. Maschinenfabrik. Das kann hinkommen. Aber ich würde eher sagen, das muss eine grüne Insel sein für Kohl. Wir fliegen einfach mal in der Richtung hier. Wo noch nichts ist. Toll. Da oben war auch noch ein Fragezeichen. Erst einmal so gucken, was hier so ist. Treibstoff habe ich noch ein bisschen was mit. Ja, 2. Hier waren wir schon mal. Auf der nicht. Die sieht grün aus. Da könnten wir Glück haben auf Kohl. Wir landen mal hier. Okay. Nein, ihr sollt noch nicht schießen. Hört auf. Ich würde das halt so gerne landen, ohne dass sie mich angreifen. So landen wir hier hinter. Denn so ein wunderschönes Flugzeug möchte ich nicht kaputt haben. Zu sehen. Schritt für Schritt. Erstmal hier Gegner töten. Der ist über. Clever, ne? Cleveres Kerlchen. Hier mach mal piep. Wo? Hat er jetzt geschossen? Thank you.
Packt er sein Köpfchen nicht, ne? Doch, zeigt er. War sein Fehler. Du zeig jetzt auch mal dein Köpfchen. Der einzige Nachteil, jetzt hat Schaden erlitten. Durch Schaden erleiden bekommen wir jetzt auch mehr Schaden. Wie versteckt er sich jetzt? Einer nach dem anderen, bitte, ja? Ruhe da hinten. So. Wo waren wir beide da hinten stehen geblieben? Sag mal her, dein Köpfchen. Bitte. Oder war daneben? Noch einmal hoch. Komm, ich mache auch nichts mehr. Jetzt macht er seinen Kopf nicht mehr hoch. Mal weiter. Mal eben nachladen, bevor ich schieße. Der lag schnell. Ihr habt dich gesehen da hinten. Nein, es wird langsam dunkel. Haben wir auch. Und nach haben wir sie. War schnell down. Gefällt mir nicht. Also der Schrotflintenschaden, wenn man auf Kopf zielt, fallen die ziemlich schnell. Da kann ich auch mit meinem Scharfschützengewehr auf den Kopf zielen. Zwei Schüsse und die sind down. Hab dich gesehen da oben. Mal her dein Köpfchen. Na, zeigt er sich nicht, ne? Gerade gesehen. Er bewegt sich zu viel. Anscheinend zu viel Bewegung da drin. Bei den Typen. So hat er jetzt nicht gezählt. Ich habe doch auch analysiert. Nee, so nicht. Hört auf.
Wisst ihr was? Es wird gerade dunkel. Ich flieg mal nach Hause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mal eben zu Hause wieder. Und dann geht's hier weiter. Bedanke mich einmal fürs Zuschauen und wünsche euch allen einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.